So, hallo und auch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Bioshock. Und, warte mal, woher kommst du jetzt? Ja. Warte mal, warum zum Teufel muss ich jetzt nachladen? Oh mein Gott. Gut. Es ist jetzt gerade eben so einiges passiert. Ich muss jetzt sozusagen das Ganze, was ich zuvor halt alles gemacht hatte, nochmal neu entdecken. Und ja, ich habe das ein paar Sachen geändert. Zum Beispiel, ich habe jetzt keinen fünften Slot. Dafür habe ich mehr... Warte mal, ich weiß jetzt nicht, wo ich das gucken kann. Nee, hier war es nicht. Doch, warte mal, wo ist die Genbank? Warte mal, von da muss ich da ausgehen. Warte mal, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich bin da. Jetzt bin ich da. Jetzt gehe ich die Treppe hoch. Und da vorne muss die Genbank sein. Die ignorieren jetzt mal das Ganze hier. Zum Teil. So, nee, ich habe mich hier ein paar andere Slots geholt. Chopper Konikum, also alles so, was ich habe, habe ich jetzt gemacht gehabt, anstatt das hier oben. Ich dachte mir, es wäre ein bisschen besser, weil ich habe manche hiervon gehabt schon. Hier zum Beispiel bin ich voll, ich weiß jetzt nicht, wie es hiermit aussieht. Habe ich da noch eins? Ja, ich habe da sogar noch eins. Konnte ich nicht holen, ich habe dafür das Upgrade wieder zwei geholt. Waffentechnisch, ja, ich habe ein bisschen Munition noch, also so schlimm ist es jetzt schon nicht. Jetzt bin ich mich auch schon wieder am Fragen, ob ich überhaupt auch aufgenommen habe oder nicht. Ich lasse es mal auf mich zukommen. Weil sonst, ich kenne einen Trick, wie ich das dann besser speichern kann. So, Waffe haben wir auch komplett gleich aufgeladen. Ja, das letzte Mal, wir hatten ja versucht gehabt, irgendwie diese Wand zu suchen. Also, wo es vielleicht da reingehen könnte. Sagen wir mal so, ich habe keine Ahnung. Deshalb... Siehst du uns? Nö. Scheiß drauf. Ich höre nicht mal den Alarm. Also gut, ich werde jetzt erstmal kurz hier gucken. Mal sehen, wie weit wir... Ich müsste vielleicht noch mal kurz was nachfragen. Hat das Ding jetzt Auto-Aim gehabt? Ja, automatisch hacken, hier war irgendwas, hier war irgendwas. Ich glaube, ich habe doch das Ganze aber richtig herum. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Headset richtig herum? Oh mein Gott, du bist es. Puh. Ich hab's falsch herum, das Headset. Was ist das für ein Schrott? Warte mal, das habe ich doch eigentlich richtig herum gemacht. Wartet mal kurz. Oh mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Warte mal, ich habe mich die ganze Zeit gefragt gehabt, schon wieder. Nee, das ist. Irgendwie hat sich mein Headset jetzt irgendwie verstellt gehabt von rechts, von links. Ich weiß jetzt. Hier ist. Du hast keine Little Sister? Nutzlos. Gut, dafür muss ich dich nicht umbringen. Also eine gute Sache würde ich jedenfalls. Warte mal, hat mich nicht gerade eben noch was aufgenommen? Als wir hier ankamen, fing Marsha sofort an zu schreien. Mama, Mama, was ist das? Was ist das? Ich dachte erst, sie hätte so eine Art Anfall. Und dann wurde mir klar... Bäume! Bäume! Sie hatte noch nie zuvor einen gesehen und hielt sie für Ungeheuer. Oh, Sammy, vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen. Ich weiß jetzt nicht, was mir das Spiel sagen will. Warte mal! Was hast du gemacht? Oh, Fräulein, du hast Angst? Ich nenn's nicht Angst.
Wen habe ich denn? Rosie habe ich wieder. Jeder einzelne Geheimschwäche, aber mit Bullseye 2 bleiben sie nicht länger. Endlich meine Little Sister. Du sagst, du hast Angst? Dann nächste Scheiß drauf. Du musst dir gleich keine Sorgen mehr machen. Warte mal, hat der eine Shotgun? Warte mal. So. So, noch ein Schuss, noch ein Schuss, noch ein Schuss. Perfekt. Links vor drei, der links vor drei, der Baum, der ist. Das Ganze ist jetzt gleich vorbei, mein Freundchen. Was? Mich ausziehen? Oh mein Gott, ich weiß nicht, was bei dir los ist, aber warum mich ausziehen? Warte mal, stopp, stopp, stopp. Zum Glück habe ich mir einiges gekauft gehabt, mein Vater. So, jetzt kommst du her. Du musst dich jetzt entschuldigen. Ja. Kotzfreche Mädchen. Danke, Mister. Ja, bitte sehr. Und das nächste Mal bitte nicht so unfreundlich sein. Guck mal, was ich mit deinem Freund anstellen durfte. Wieso? Zeit für die Haie, süßer Engel. Ja, schlaf ruhig. Oh, wartet mal. Ich muss jetzt einige Fragen schieben als erstes Mal. Rosie ist ja jetzt down. Wie zum Teufel komme ich hier durch? Kann ich mich auch irgendwie hinlegen? Weil es zeigt... Oder ist es einfach bloß eine Höhle, wo ich nicht rein darf? Ist es genauso wie mit den anderen Aria? Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich habe jetzt einiges sogar noch mal in der Zeit geguckt gehabt wieder. Panzerbrecher. Wo bist du denn? Ah, ja, ich musste dich leider zerstören. Wie zum Teufel geht hier auf? Hier sind Dutzende Türen, aber komplett alles komplett mit Pflanzen zugewuchert. Hier irgendwo muss es doch einen Weg für euch da reingeben. Warte mal, hier ist eine Kasse. Kartoffeljeeps habe ich noch nicht gefuttert. Ist hier irgendwas? Nö. Hallöchen. Hier ist sogar noch ein Eingang, aber ich komme hier nicht rein. Das ist beschissen. Wie viele Eingänge soll es da geben? Es soll ein paar geben. Soll ich irgendwie von unterhalb reingehen? Aber... Hä? Warte mal, das Ding ist da. Ich würde halt unbedingt ein bisschen austesten hier, wenn es geht. Weil es wäre irgendwie doof, wenn wir dieses Areal nicht mitnehmen können. Meine Meinung. Ist hier irgendwie ein Zufall davon? Hm. Nö. Ich könnte mich auch versuchen, ihn über Internet schlau zu machen. Also, ich weiß ja, wir waren jetzt halt die ganze Zeit hier und haben versucht gehabt. Ich glaube, ich werde es mal probieren. Mit Thema im Netz mal gucken. Mal gucken, wo ich da lande. Dann bis gleich wieder. So, da bin ich jetzt wieder. Ich habe die ganze Zeit so geguckt gehabt im Netz, auch ausprobiert. Tja, keine Ahnung. Solange wir keinen Flammenwerfer irgendwie bekommen in diesem Spiel, kann ich auch das sicherlich nicht durch. Also muss ich wohl Adieu dazu sagen. Mein Gott, diese ganzen Pflanzen, ich wollte ja auch alle bloß verbrennen. Na gut, dann gehen wir mal dringend weiter. Kamera hatten wir auch noch, soweit es geht. Alles voll. Wo geht's denn hier hin? Hm, wo sind wir denn? Hier hinten ist auch noch ein Raum, wo wir nicht hin können. Alter! Mir ist komplett scheißegal, aber ich will langsam hier irgendetwas, um die ganzen Dinger zu vernichten. In die Richtung geht's weiter. Das stimmt aber nicht. Jetzt hör mir mal zu. Ich bin kein Botaniker oder sowas, aber ich glaube, Ryan hat Arcadia gerade vernichtet. Er hat irgendwas mit der Atemluft angestellt. Wir
befinden uns auf dem Meeresgrund, Junge. Der gesamte Sauerstoff kommt von den Bäumen. Keine Bäume, kein Sauerstoff. Denk da mal drüber nach. Ryans Frau in Arcadia ist eine alterne Schönheit namens Langford. Ganz in Ordnung, aber sie macht so ziemlich alles für ein paar Dollar. Wenn sie noch am Leben ist, dann wird sie ihre Bäume ganz bestimmt retten wollen. Wen hat sie die verdammten Dinger gepflanzt? Warte mal. Sie bekleiden sich mit Blättern und nennen sich die Saturnjünger. Naja, sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprechchöre. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie. Die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Warte mal, die ganze Zeit die Lösung, die ich jetzt versucht habe zu suchen, hat er verursacht, indem er einfach bloß alle Pflanzen vernichtet hat? Ey! Jetzt ist er wieder weg. Also, ich mag dich nicht. Du magst mich nicht, ich mag dich nicht, okay? Sind wir uns einig? Gut. Mann, Munition muss ich auch langsam mal sparen. Also, gehen wir jetzt auf die übliche Taktik zurück. Alles, was mir in die Nähe kommt, wird gebrutzelt. Und jetzt... Wirklich, hier ist alles offen. Alles ist, was ich sehen wollte, ist offen. Mein größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ich habe keine Ahnung, was sie bedeutet. Ich bin der Boss, du Wichser! Warte mal. Was jetzt? Es ist keine gute Idee, das zu machen, ausgerechnet, wenn ich auch noch diese Fähigkeit habe. Kann ich jetzt nicht ein... Also, der wurde jetzt weggeputzelt. Also, ich bin jetzt komplett erstaunt darüber, was ich jetzt hier machen kann. Bedeutet, ich nehme halt, wie gesagt, alles, was ich jetzt hier finden kann. Ich freue mich so sehr. Dann heißt es jetzt, jetzt komme ich auch in diesen letzten Winkel da rein. Cool. Oh mein Gott, ich dachte, ich würde so eine Art Flammenwerfer bekommen dafür. Aber dass er alles selbst vernichtet. Der Trottel. Was muss ich jetzt bloß hier machen? Hier sind komplett Baumfarm. Du kriegst nur noch um. Ey, dich mag ich nicht. Nee, du musst... Warum nimmst du hier keinen Schaden? Und hier ist noch jemand gewesen. Wo ist die gottverdammte Drohne? Ah, defekt. Ich habe Fehler gemacht. Jetzt habe ich kein Auto-Hack mehr. Freundliche kann ich nicht machen. Es war zu schön, um wahr zu sein, irgendwie. Dann gib mir mal das Geld her, was du alles hattest. Jetzt ist auch diese ganze Plapperei endlich mal weg. Halleluja! Ein hoher Fortschritt, ich hätte einfach bloß abwarten müssen. Ist ja wirklich alles offen. Ich hab 'ne Horde. A-Foto. Perfekt. Nochmal ein Foto. A-Foto. Perfekt. Ja, ganz ruhig. Warte mal. Ist jetzt hier noch irgendwas passiert? Nö. Außer, dass bloß sehr viele durch mich durchgehen, so wie es aussieht. Ich hab Freunde! Und du? Ich glaub, du nicht.
dann heißt es ja, ich komme jetzt überall durch. Ist doch schön. Kein Pflanzenproblem mehr. Ach, ist doch schön, wenn die Natur vernichtet ist hier. Mein Gott, ist halt aber... Haben wir da was? Okay, angezündet. Ich höre was. Ich sollte auch gleich mal einen Job besuchen. So, wo ist das Kind? Wir hören es dann später. Waffen-Upgrade. Brandsteigerung. Alle Upgrades für eine Waffe. Tja, mache ich doch gerne. Wir haben hier einen Mr. B wieder unterwegs und einen Rosie. War sie nicht da? Also, wenn sie... Hast du überhaupt geklopft gehabt, ob sie da ist oder auch nicht? Hattest du einfach bloß keine Lust darauf? Ey, manchmal kann ich es echt gut verstehen. Die können auch recht nervig werden, aber... Mein Gott, ich brauche die. Also mich würde es freuen, wenn du sie holst. Na komm, hopp, hopp. Hol sie. Mein Gott, du armlose... Also du... Du arme Seele. Hast keine Freundin mehr. Tja, dann hab ich sie mir eingesteckt. Die Mülltonne noch durchspülen. Gibt's hier noch irgendwas? Keine Ahnung, soweit es geht. Hier gibt's ein Automat. Cool. Du bist teuer, mein Freund. Ich glaube, desto mehr ich hacke, desto schlimmer wird das Ganze hier auch. Ist meine Vermutung. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Denn jetzt lass bloß keine weitere doofe Scheiße passieren. Oh, verdammt nochmal hier, aber ganz schön. Das hatten wir da schon, das hatten wir da schon. Jetzt mindestens noch ein paar Teile. Ich brauche ein paar Mal nach oben noch. Ja, habe ich das übersehen? Objekte kaufen. 2. Du hast nicht das, was ich haben wollte. Was nennst du hier billige Maschine? Ist jedenfalls nicht so billig. Mann, er ist auf der Suche nach seiner Freundin. Und es kann sein, dass wir sie geklaut haben. Gar nicht gut. Das soll einfach zu hacken sein. Werde ich ja gleich sehen hier. Da ist das Ding, was ich suche. Alter Verwalter, hat das lange gedauert. Okay, einmal nach unten. Wir können einmal das da machen. Wir nehmen das hier so, dann nehmen wir das da so. Achso, kleine Sache, die Spule habe ich gerade erst mitbekommen gehabt, dass die neu ist. Also schon mal echt interessant hier sogar, dass es sowas gibt, so eine Ausweichmöglichkeit. Aber wen soll es denn interessieren? Ich jedenfalls nicht. Jedenfalls... Achso, nee, das ist für den leichteren Hack. Für den leichteren Hack. Ah, deswegen... Oh mein Gott, ich merk. Warte, komme ich hier nicht durch? Hallo? Hier ist kein Einlass? Also. Nö. Kein Einlass unter dieser Nummer.
Tja, komme ich wohl im späteren Verlauf weiter. Na gut, dann würde ich auch meinen halt, wie gesagt, so, dass es dann auch heute mit der Folge war. Es tut mir halt, wie gesagt, so ein bisschen leid, dass das Ganze halt, wie gesagt, so ein bisschen seltsam war mit allem halt so. Hätte mir auch mehr erhofft, so wie dieser Typ hier. Ah, naja, vielleicht wird es nächstes Mal wieder ein bisschen besser. Wir wissen schon mal, wo... Sozusagen, wir haben eigentlich schon mal einen größeren Gang von allem, worüber ich sehr froh bin. Rein theoretisch können wir hier nochmal alles durchgucken, ob ich nicht irgendetwas vergessen habe. Also weitestgehend haben wir sonst alles. Warte mal hier. Es gibt noch ein paar Sachen, die habe ich jetzt nicht gesehen. Was gibt's denn hier? Also, ich bin zwar eine Frau der Wissenschaft, aber ich scheue mich nicht, den einen oder anderen Dollar zu verdienen. Ryan hat gesagt, wenn ich die Profite in Arcadia erhöhen kann, würde ein Teil der Mehreinnahmen bei mir hängen bleiben. Also dachte ich mir, warum für Sauerstoff bezahlen, wenn wir doch Bäume haben, die Photosynthese betreiben? Mensch, wir können doch die Sauerstoffüberproduktion an den Rest der Stadt verkaufen und die anderen Jungs unterbieten. Ryan wird das sicher gefallen, denn Fontaines Leute sind mit aller Macht ins O2-Geschäft eingestiegen. Das war eine gute Idee. Naja, dann würde ich auch meinen, dass es dann halt, wie gesagt, das Ganze war. Wir sehen uns dann auch in einer weiteren Folge wieder. Dann tschüss.